This is a true love. This is a true love. Hi Leute, heute geht's darum, du musst positiv denken. Nee, musst du nicht. Das Resonanzgesetz, was ziemlich viel verbreitet ist im Moment und jeder so banal und einfach anwenden möchte und einfach denkt, ey, wenn ich das mache, dann kommt es auch wieder zu mir zurück. Das funktioniert vielleicht eine Zeit lang oder es funktioniert halt mal bei dem einen Sache, aber viel wichtiger noch als das ist die Polarität und die muss man immer bedenken. Und solange man irgendwas verdrängen möchte, man kann ruhig Positivität leben, aber man muss dabei auch immer das Negative mit einbinden. Die Welt ist nun mal polar. Es gibt kein Links ohne Rechts, es gibt kein Oben ohne Unten, es gibt keine Berge ohne Täler. Alles ist polar. Und ja, Polarität kommt an erster Stelle. Und wenn ich einfach immer nur denke, hey, alles ist gut und alles ist toll, und wenn es gerade nicht ist, dann ist das Quatsch. Man soll alles so nehmen, wie es ist. Und wenn man wirklich was verändert und die Sachen angeht und den Schatten annimmt, auch die negativen Seiten annimmt, weil diese Negativität, dieses Verurteilende liegt immer nur im Auge des Betrachters. Für den einen ist Winter schön, für den anderen nicht. Das ist alles nur verurteilen. Eigentlich ist alles schön. Winter ist schön, Sommer ist schön. Das ist die Einheit, die da drüber steht. Das Yin und Yang-Symbol symbolisiert recht schön immer die beiden Kräfte. Umso mehr ich den einen Pol näher, umso mehr wird der andere zurückgedrängt. Und dann kommt der andere aber wieder. Dieser kleine Punkt ist immer auch im Gegenpol enthalten. Im Yin und Yang-Symbol. Und ja, einfach nur positiv denken funktioniert nicht. Man muss auch den Schatten integrieren. Wie C.G. Jung hat es zum Beispiel gesagt, Psychologe. Und ja, es gibt eben immer beides, Licht und Dunkelheit. Und das Licht verdrängt eben die Dunkelheit. Aber die Dunkelheit kann das Licht nicht verdrängen. Es ist der Punkt. Aber es gibt trotzdem beides in dieser Welt. Es gibt immer zwei Seiten. Licht und Schatten. Und dieses Verdrängen oder dieses Positivdenken halte ich nicht viel von. Man muss sich drüber stellen. Ja, es ist ein übergeordnetes Prinzip, die Einheit. Die Einheit ist beides. Zwei ist nicht das Doppelte von eins. Sondern die Zwei entsteht durch die Teilung des Ganzen. Durch die Spaltung entsteht die Zwei, die Polarität. Und das Ganze ist übergeordnet, über der Polarität. Die Eins steht über der Zwei. Und ja, das ist was, wo man erfahren muss, wo man sich hin entwickeln muss. Es ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, in Worten schwer auszudrücken, aber die Einheit steht immer drüber. Licht verdrängt Schatten. Das Positive und das Negative ist zwar da, aber man sieht in allem was Positives. Ja, die Gegensätze sind zwar da, weil die Welt einfach polar ist, um was zu erfahren. Aber trotzdem darf man nicht in den Gegenpol fallen, in den Schatten nur. Sonst befindet man sich in einer Abwärtsspirale. Und wenn man dahin kommt, sein Leben so weit zu verändern und die Dinge wirklich nicht davon zu laufen vor den Dingen und die Dinge anzunehmen, auch den Schatten anzunehmen, dann kommt man auch dahin, dass man in allem Lösungen sieht und nicht mehr Probleme. Die Menschen sehen in so vielen Sachen Probleme. Ich sehe in allem, es gibt tausende Möglichkeiten. Glaubt mir, wenn ihr entgiftet, wenn ihr euch gut ernährt, wenn ihr Sport macht, wenn ihr euren Geist schult. Alles immer im Eingang. Das Bewusstsein ist mindestens genauso wichtig wie die Ernährung. Es ist beides einfach wichtig. Nichts ist wichtiger, Körper und Geist. Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Und ja, wenn ihr euren Körper reinigt und euren Geist schult,
dann seht ihr in allen Dingen zig Wege, Möglichkeiten und Lösungen. Und ihr seht in nichts mehr Probleme, sondern es gibt einfach verschiedene Lösungen für Sachen und man kümmert sich einfach um die Dinge und man macht sich keine Sorgen. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen über Dinge, die noch gar nicht eintreten werden, wo man nicht hundertprozentig weiß, kann man nie, nichts ist sicher. Und deshalb sieht man in allem Lösungen und ja, Körper reinigen, Geist schulen. Peace.